schöne oder schlechte Träume, weitererzählen oder nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der einen schönen Traum hat, so ist der Traum von Allah. Und einen schönen Traum soll man nur denen erzählen, die man liebt. Und wenn du einen schlechten Traum hast, dann ist das vom Satan. So sollst du dich, inshallah, wenn du aufwachst, von einem schlechten Traum oder schlecht geträumt hast, dann sollst du dich vor dem Satan, also bei Allah, Schutz suchen vor dem Satan. Das heißt, du sagst, ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem Satan und vor dem, was ich gesehen habe. Ja, a'udhu billahi minash shaitani wa mimma ra'ayt. Ja, ich suche Zuflucht bei Allah, ich suche Schutz bei Allah vor dem Satan und vor dem, was ich im Traum gesehen habe. Und dann sollst du dich zu deiner anderen Seite drehen, falls du auf der rechten warst, auf die linke. Und du sollst einfach dreimal so mit der Luft quasi spucken, einfach so, so machen. Und dieses Bittgebet sprechen, also Ta'wid machen vom Shaitan. Also ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Satan, vor dem, was ich gesehen habe. Und dann sollst du auch den Traum niemandem erzählen. Und dann sagte der Prophet alaihi salatu wasalam, und inshallah wird nichts davon auch eintreffen oder passieren. Möge Allah uns das Beste geben und uns beschützen vor den schlechten Träumen.